zum SimCity fragt gerade, woher weißt du eigentlich so viel über Geschichte? Einfach nur Interesse? Ja, einerseits das, andererseits könnte das auch an meinem Studium liegen. Wie auch immer. Aber das davon, da konnte ja niemand was ahnen. Das habe ich ja, wie auch immer. Wo sind wir stehen geblieben? Ich habe mich ablenken lassen. Wir wollten jemanden einladen, jetzt fällt es mir wieder ein. Treffen, da ist er. Einen Kaffee anbieten. Gerne, schwarz und stark bitte. Schön. Dann ein Glas Champagner anbieten. Huch, das wird nicht abgelehnt. Danke. Schön. So, ihm sagen, was ist es nur, das dich so komisch macht? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich bin außergewöhnlich. Das weiß ich seit meiner Geburt. Okay. So, SimCity fragt gerade, studierst du Geschichte? Ich hab's geahnt, dass jetzt diese Frage kommt, jetzt wo ich das angesprochen habe. Ja. Und Politik. Das auch noch. Ja, tatsächlich. wo waren wir stehen geblieben? Oh nein, ich habe ihn weggeschickt. Verdammt. Da war nichts mehr zur Auswahl, oder? Da war irgendwie ein Bug. Verdammt. Jetzt müssen wir noch jemanden einladen. Jetzt hat der mir gar nicht weiterhelfen können. Kann ich ihn nochmal einladen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Jetzt müssen wir uns einen anderen suchen. Wo ist er denn? Noch einer. In der gleichen Ebene an Beliebtheit eins geht. Da ist einer. 89. Holen wir uns den auch nochmal her. Ich glaube, das war irgendwie... ein Bug oder so. Ich glaube, da waren nämlich irgendwie gar keine Gesprächsmöglichkeiten mehr. So. Okay, mit gutem Beispiel voran. Ich wollte persönlich mit Ihnen sprechen, Herr Präsident, denn ich denke, dass Sie angesichts der schwierigen Zeit für so viele unserer Bürger mit einer Kürzung Ihrer Bezüge Ihre Solidarität zum Ausdruck bringen sollten. Wenn Sie ein Vorbild für diese Nation sein wollen, dann gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Sie werden merken, dass die Menschen im Gegenzug bereit sein werden, Sie zu unterstützen und Abstriche zu machen. Okay, ja gut, mit, wie war das, 65.000 Euro Gehalt verdienen wir dann doch etwas mehr als der gemeine Bürger, mit dem wir ja eigentlich gleichgestellt sein sollten, zumindest wirtschaftlich, weil wir ja Kommunisten sind. Naja, okay. Schaut auf das Wachstum. Wo ist es denn? Ich sehe kein Wachstum. Die Moral der Verbraucher ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Die Kaufkraft der Massen beschränkt sich auf die Waren des täglichen Bedarfs und die Umsätze in den Läden sind unbefriedigend. Es ist also die Wirtschaft, wie Ihnen sicherlich klar geworden ist, die das Tempo bestimmt. So, zweifellos ließe sich das Wachstum durch eine Stimulierung des Verbrauchs erhöhen, was zu beweisen war, indem man die Kaufkraft der Haushalte verbessert, Herr Präsident. Natürlich. Wachstum. Ich wollte es ja sehen. Mal gucken, vielleicht sehe ich es jetzt auch. 4%. Ja, das ist ganz gut. Also, es ist zumindest höher als im gewöhnlichen europäischen Staat, sage ich jetzt mal. Zumindest höher als in Deutschland. Würde ich jetzt mal schätzen. Glaube schon. Ach, Inflation. Müsste ich auch mal reinschauen, fällt mir gerade ein. Wie sieht es denn eigentlich hiermit aus? Habe ich noch gar nicht reingeschaut. Inflation 2% ist niedrig. Leitzins ist mit 2% auch gar nicht mal so hoch, wie ich jetzt erwartet hätte. Aha. Aha. Faszinierend. Lassen wir erstmal so, bis wir zu dem Schluss kommen, dass wir was tun sollten. Ich habe mir noch jemanden eingeladen und den müssen wir jetzt herkommen lassen. Genau da waren wir stehen geblieben. Da ist er. Sukwan Park. Hallo, Sukwan Park. Darf es ein Kaffee sein? Schön. Schwarz. Darf es ein Champagner sein? Schön. Jetzt ist er auch noch besoffen. Wahnsinn. Dann könnten wir Ihnen noch eine Medaille verleihen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Hat 3% gebracht. Ich breche das mal ab. Und will ich in die Partei holen. Ich bitte ihn einfach mal, uns zu loben. Wenn es Ihnen eine Freude macht. German Sports Gaming TV schreibt gerade in Bezug auf die Wirtschaft, liegt daran, dass es kaum ausländische Waren gibt. Das kann ganz gut sein, ja. Wahrscheinlich wird hier nicht allzu viel importiert. Und exportiert schon eher, glaube ich.
Genau, jetzt können wir noch fragen, ob er Parteimitglied werden will. Wenn es Ihnen eine Freude macht? Da fällt mir gerade was ein. Haha, da fällt mir gerade was ein. Bevor wir irgendwas machen, was die Leute verstimmen könnte, würde ich gerne mal einfach mal alle einladen. Und sie fragen, ob sie nicht Parteimitglied werden wollen. Kann man irgendwie diesen Tag hier... Nee, ich komme an den Tag nicht ran. Oder bin ich... Moment mal. Hatte ich da mal irgendwie eine Lösung für gefunden? Weil ich hatte das schon mal mich drüber beschwert, dass das irgendwie nicht so wirklich geht. Wie auch immer. Ich habe jetzt gerade mal Lust, mir alle Leute einzuladen und sie in die Partei zu holen. Moin, Jonas. Schön, dich zu sehen. So, da haben wir einen Maler und da haben wir einen Modemacher. Der mag uns aber nicht ganz so sehr. Vielleicht können wir das noch ändern, ich weiß nicht. Ein Nachrichtensprecher, der mag uns auch nicht. Vielleicht, weil er nicht die Nachrichten sprechen kann, die er gerne sprechen würde. Dann, ein Pianist. Nee. Und dann haben wir noch einen politischen Journalist. Der findet uns sogar neutral. Wahnsinn. Und ein Rocksänger. Und den Sänger, den hatten wir schon. Oder war das ein... War von mir aus, war es ein Sänger. So. Philipp Pritschens schreibt gerade, das musst du gar nicht, denn die sind alle... alle sind in deiner Partei. Nö, sonst hätten wir den ja nicht fragen können. Guck, der, den wir gerade gefragt haben, der hat das Parteisymbol, die anderen nicht. So. Ich lade ihn nur mal schnell ein. Dann möchte ich das ganz gern mal so tun. Dann beeile ich mich auch. Denn ich finde, das passt, würde ganz gut zu Nordkorea passen. Wenn man da dementsprechend die Unterstützung der ganzen Leute, der ganzen bekannten Leute genießt. So, da haben wir noch einen Schriftsteller. Und dann gehen wir noch zu den Sportlern über. Und dann gibt es noch ein paar Intellektuelle. Ich glaube, so heißt die Kategorie. Ein paar Intellektuelle, die man auch noch fragen kann. Zurück zu den Kategorien. Sportler. Das sind auch nicht ganz so viele, die Sportler. Und die Intellektuellen, zumindest die wir einladen können, die sind auch nicht so viele. Das heißt, wir haben es gleich. Ich wollte das halt nur ganz gerne mal so haben. Hier haben wir einen Fußballer. Ich kenn sogar einen Fußballer aus Nordkorea, der, glaube ich, in der Bundesliga spielt. Wie, war das nicht so, Jong Tae-se oder wie der heißt? War der nicht auch so, also ich glaube, den habe ich bei der WM 2010, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kennengelernt. Den habe ich da halt spielen sehen bei der Fernsehübertragung. Ich war jetzt nicht in Südafrika oder so, aber da habe ich den im Fernsehen halt gesehen. Und habe den später in der Bundesliga, glaube ich, gesehen. So, dann wollten wir noch Intellektuelle einladen. Architekt. Und was gibt's noch? Wir können ja nicht, glaube ich... Wie waren das? Man kann nicht alle irgendwie... Ich weiß nicht ganz. Man kann auf jeden Fall nicht alle so behandeln wie alle anderen Leute. Also wie die Künstler zum Beispiel oder die ähnlichen Leute. Philipp Pritschens fragt gerade, was ist eigentlich mit Duolingo? Vermisst du das? Das würde mich wahnsinnig interessieren, die Antwort auf die Frage, weil ich hab das ja, das lief ja einige Zeit und das hat irgendwie anscheinend, ich hatte das Gefühl, dass das jetzt die wenigsten interessant fanden. Also, wenn du das interessant findest, dann freut mich das auf jeden Fall und ich meine, dass ich Interesse an Sprachen habe, das hat sich ja nicht geändert. Ich hatte nur den Eindruck, dass sich nicht allzu viele Leute für die Videos interessieren, die ich da gemacht habe. Denn das war ja... Na ja gut. Das ist halt wahrscheinlich einfach nur Geschmackssache. Den Richter frage ich erst gar nicht, glaube ich. Oder es wäre mal ganz interessant, was der Richter sozusagen hat. Bei den Intellektuellen sind nämlich ganz, ganz interessante Leute. Das Delfin-Orakel schreibt, nicht mehr spielt jetzt in Japan. Ach, in Bezug auf Jong Tae-se. Okay, der ist also nicht mehr da. Ich glaube, der war in Bochum oder sowas. Irgend so ein blauer Verein aus Nordrhein-Westfalen war das. Dann Schriftsteller.
Schriftsteller. Das steht überall zweimal, fällt mir gerade auf. Ist ja interessant. Okay. Philipp, du vermisst es also, das Duolingo. Dann könnte ich mir überlegen, da demnächst mal wieder weiterzumachen, denn, okay, Duolingo gefällt dir. Gut zu wissen. Also, mir nehme ich auch. Ich habe nur den Eindruck, dass es vielleicht nicht so interessant ist, dass man da jetzt unbedingt Videos von machen muss. Aber wenn du das interessant findest, dann kann ich mal schauen, ob wir da nicht demnächst mal weitermachen. Ganz interessant zu dem Thema, kann ich noch anmerken, ich lerne außerdem gerade, ein Grund, warum Duolingo nicht mehr kommt, ist, weil ich gerade Latein lerne. Nicht lehre, lerne. Ich kann es nicht so gut, dass ich lehren könnte, ich lerne es. Und zwar, was soll ich sagen? Ich würde es über Duolingo machen, wenn es es dort ginge, gäbe, wenn es es dort gäbe, so. Und, kann ich nicht. Deswegen wäre eine interessante Sache, ob es vielleicht Interesse gäbe, wenn ich da irgendwie was in Videoform zu machen könnte. Ich wüsste zwar noch nicht, was das sein könnte, aber ich hätte auf jeden Fall Interesse dran. Aber gut, das wäre mal nur so gerade mal angemerkt. Weiter im Text. Jonas schreibt, kann es sein, dass du in der Logistik- oder Tourismusindustrie... Fragezeichen. Tut mir leid, das war kein kompletter Satz. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was du meinst. Könntest du das etwas genauer ausführen? Dann Pirat Fleki schreibt, gegen wen machst du jetzt Krieg? Jetzt noch gegen niemanden, aber geplant ist auf jeden Fall gegen Südkorea Krieg zu führen, weil wir ja Korea vereinen wollen. Also das steht noch auf dem Plan. Wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte mir Leute eingeladen, genau. Damit war ich, glaube ich, jetzt auch soweit fertig. Das heißt, wir können jetzt weitergehen und die Leute mal uns besuchen lassen. So, wir haben ein bisschen Popularität bekommen und die Familienministerin freut sich über irgendwas. Herr Präsident, Ihre Popularität macht mich sprachlos. Wenn ich nur ein Rezept für so einen Erfolg hätte, tja, dann wärst du wahrscheinlich nicht Familienministerin. Hahaha, witzig. Kann es sein, dass du in der Logistik- oder Tourismusindustrie arbeitest? So war die Frage gemeint. Vielen Dank. Nö. Kann ich so sagen, nö. Nö. Okay, weiter im Text. Treffen. Gerne. Sie will einen Kaffee haben, will sie auch einen Champagner haben, sie will auch einen Champagner haben. Ich könnte sagen, wie reizen sie ihn? Sie sind auch nicht schlecht. Das macht mir ein bisschen Angst. Wir können sie zu unserer Mätresse machen. Mit 104. Krass. Das ist sehr kurzfristig gedacht, sage ich jetzt einfach mal. Aber bei Mätressen ist wahrscheinlich auch nichts anderes zu erwarten. Also sie mag uns sogar ein bisschen. Das ist ja krass. Dann könnten wir noch... Genau, das macht sie auch. Okay, alles gut. Dann können wir auch weitergehen. Mehr will ich von ihr eigentlich gar nicht. Denn Mätresse finde ich jetzt gerade nicht so verlockend, wenn ich ehrlich bin. So. Redman schreibt, kannst du China als Verbündeten haben oder hast du schon? Das ist ganz interessant. Zu wissen? Ich weiß es nicht. Das müssten wir doch irgendwo hier sehen können. Diplomatie wahrscheinlich. Allianzen. Und dann gehen wir mal zu China. Kein Vertrag. Okay. Wir haben anscheinend keinen Vertrag mit China. Ja, in der Tat, Jonas. Es ist schon merkwürdig, wenn eine 104-Jährige mit einem... Wie alt ist unser Typ? Mit einem 31-Jährigen flirtet. Das ist irritierend, sage ich jetzt mal. So, und hallo an Imad Kanak Al-Marok oder so. Wenn das falsch war, ich kann leider kein Arabisch, war das, glaube ich, ne? Wer hat gewonnen? Wie du siehst, Nordkorea. Es war spannend, das Rennen um dieses Let's Play, sag ich jetzt mal.
Wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, wir wollten einfach nur die Leute einladen. Das dauert jetzt noch einen Moment. Ich sollte vielleicht mal das einfach durchziehen. Wenn ich jetzt jedem irgendwie Aufmerksamkeit widme, dann hängen wir hier noch ewig fest. Justin fragt, hast du jetzt Nordkorea als Land? Wie du siehst, also, einen Moment. Wenn es Ihnen er will Parteimitglied werden, schön. Wie du siehst, jo, das ist Nordkorea. Und das ist unser Nordkoreaner. Der hat einen Namen, der mir sehr bekannt vorkommt. So, dann Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis.